Ja, hallo, also ich bin Frank Wesemann und wir sind hier auf dem Ökohof Waldgarten. Und der Ökohof Waldgarten ist einer der Pionierbetriebe von Ackerkraut. Und hier soll eins der ersten Projekte entstehen, beziehungsweise ist heute gestartet. Wir haben die ersten Pflanzen gepflanzt von der essbaren Windschutzhecke. Und der nächste Teil passiert dann im April. Also wir wollten ja heute im Grunde die Planung umsetzen, die wir im Herbst schon gemacht hatten für eine essbare Windschutzhecke. Standen aber jetzt ein bisschen vor der Herausforderung, dass wir gar nicht alle Gehölze gekriegt haben, wie wir wollten. Und haben jetzt erstmal mit denen gearbeitet, die da waren. Und Ziel ist, das ist oben eine Ackerfläche, das sind 3 Hektar und die ist sehr windoffen. Und Ziel war eigentlich einmal tatsächlich Erosionsschutz oder Windschutz. Aber das zu kombinieren mit essbaren Gehölzen. Und haben uns deswegen für viele Gehölze entschieden, die sowohl vom Boden und von klimatischen Bedingungen an den Standort passen, aber auch gleichzeitig Nahrungsmittel produzieren. Und da ist jetzt sowas dabei wie Felsenbirne. Kennen viele gar nicht die Felsenbirne als Frucht, aber die ist sehr lecker. Das ist jetzt die Kupferfelsenbirne. Dann haben wir auch so Klassiker dabei wie Johannisbeeren, aber dann auch, was viele vielleicht gar nicht so kennen oder eher exotisch finden, sowas wie Mini-Kiwis, die aber auch tatsächlich ziemlich tiefe Temperaturen abkönnen und haben angefangen, heute die ersten zu pflanzen. Und abgesehen von dem Windschutzeffekt, den ich mir erhoffe, erhoffe ich mir auch einen Biodiversitätszuwachs, weil die Gehölze natürlich auch nochmal in der Rhizosphäre oder in dem Wurzelraum im Boden auch nochmal ein anderes Milieu bedienen und auch das Bodenleben aktivieren. Und auch für die Tiere. Die haben ja auch was von diesen Fruchttragenden. Also abgesehen, dass in den Gehölzen Vogel brüten können und ein Mauswiesel Schutz findet, ist es auch gleich eine Futterquelle. Biodiversität hört sich erstmal mal so, ja, Biodiversität an, aber gerade, also wir sind hier auf dem Biobetrieb und da ist immer auch die Frage, wie hält man, ich sage immer, Fresslinge, also Tiere, die man im Gemüse nicht unbedingt haben will, wie hält man die im Schach? Und da ist auch immer die Frage, wie schafft man Lebensräume für die Antagonisten, also die Gegenspieler? Deswegen ist gerade auch auf dem Biobetrieb Biodiversität unheimlich wichtig. Also ich glaube, die ersten Wirkungen sieht man wahrscheinlich schon, also ganz minimal, nächstes Jahr. Aber dass es reell zu einer Ernte kommt, also jetzt am Beispiel der Mini-Kiwis, das dauert mindestens 3 Jahre. Die Johannisbeeren, denke ich, da kann man schon in 2 Jahren was ernten. Und dass es optisch was hermacht und auch wirklich als Winderosion was bringt, das dauert auch mindestens 3 bis 4 Jahre, damit man da merklich was dahinter merkt. Und selbst der Weltklimarat sagt ja, dass wir eigentlich 40% der weltweiten Ackerflächen mit Gehölzen bepflanzen müssen, um einmal dem Rückgang der Biodiversität was entgegenzusetzen, dabei Kohlenstoffsenken durch die Gehölze aufzubauen und auch gleichzeitig ein bisschen die Erdoberfläche runterzukühlen, weil so Gehölze haben ja auch einen kühlenden Effekt. Also von daher kann man unheimlich viele Sachen miteinander vereinen und gerade, also auch der Weltklimarat macht dann so ein bisschen den Konflikt auf, dass es ja dann im Konflikt kommen könnte mit der Nahrungsmittelproduktion. Und das ist ja auch ein Grund, warum wir sagen, nee, wir nehmen einfach nahrungsmittelproduzierende Gehölze und damit haben wir diesen Konflikt eigentlich auch entschärft und dann spricht überhaupt nichts mehr dagegen, nicht diese 40% lieber heute als morgen mit Gehölzen zu bepflanzen. Und wir haben heute hier sozusagen auf dem Ökohof Waldgarten den ersten Anfang getan mit Ackerkraut.